Hallo, ich bin Eva Schroth und ich arbeite am Geodätischen Observatorium Wetzell. An geodätischen Observatorien betreiben wir die geodätischen Raumverfahren, die dazu da sind, die Orientierung der Erde zu bestimmen, die man zum Beispiel für die Navigation oder auch für die Wissenschaft braucht. Ich bin hier für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich schreibe Texte für soziale Medien und die Zeitungen, drehe Videos. Aber ich bin auch im Bereich Nachwuchsförderung tätig. Das heißt, wir machen Projekte für Studenten und Schüler, die hier für Praktika machen oder zum Schülerlabor kommen. Ich habe Geophysik in Karlsruhe studiert und meine Abschlussarbeit über das supraleitende Gravimeter am Black Forest Observatory gemacht, und dadurch bin ich schon so ein bisschen in die Geodäsie gekommen. Ich habe dann in einem Gemeinschaftsprojekt von der Geophysik und der Geodäsie promoviert, auch über supraleitende Gravimeter, und dadurch habe ich meinen jetzigen Chef schon auf Konferenzen kennengelernt. Und als dann das Geodätische Observatorium eine Stelle im Bereich Öffentlichkeitsarbeit ausgeschrieben hat, habe ich mich beworben. Also so im Nachhinein begeistert mich diese starke Ausrichtung an der Physik. Damals, als ich angefangen habe, fand ich das gar nicht so toll, weil ich mich mehr für Geophysik interessiert habe. Aber diese physikalischen Grundlagen, die sind super wichtig und die helfen mir jetzt total, in diese wirklich physikalischen Themen einzusteigen. Mein Highlight während dem Studium waren die geophysikalischen Geländeübungen. Da sind wir in den Hegau gefahren und haben die geophysikalischen Verfahren zum ersten Mal angewendet. Das war für mich eine richtige Erleuchtung, weil ich da zum ersten Mal echte Wissenschaft in Anführungszeichen gemacht habe, wo man eben nicht genau weiß, was bei dem Experiment wo herauskommt. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man eine Tätigkeit findet, die man gerne macht und die für einen selbst Sinn ergibt.